M für Moped. Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich freue mich sehr, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Uns ist tatsächlich gelungen, mit dem Motorradfahrer Kontakt aufzunehmen. Wir haben ihn einen ganzen Tag lang begleitet. Das Videomaterial ist wirklich super und wird Ihnen gefallen. Viel Spaß dabei. Es ist Sonntag. Der Motorradfahrer wacht nach einer schönen Nacht aus seinem Ständer auf. Diese Nacht verbrachte er an seiner Auspuffabdeckung gekuschelt zwischen warmen Motorblöcken. Nachdem er seine Decke abgedünscht hat, beginnt er mit dem morgendlichen Pflegeprogramm. Gestern, nach einem langen Autobahnstau, vergaß der Motorradfahrer, am Abend seinen Schweißwasserbehälter zu entleeren. Dies muss er heute Morgen nachholen. Es war ein wirklich sehr langer Stau. Nach einer langen und heißen Fahrt darf die Pflege natürlich nicht vernachlässigt werden. Nachdem der grobe Dreck, zum Beispiel große Insekten wie Motten, Schmetterlinge, kleine Vögel und Spielzeugdrohnen über Nacht alleine vom Helm gefallen sind, kommen nun die kleineren Insekten ab. Einigen steht der 3-Tage-Pflegenbart, anderen wiederum die Nassglasur. Nach einer gründlichen Glasur ist der Helm zwar sauber, aber nicht porenrein. Um dies zu gewährleisten, benutzt der Motorradfahrer ein niedrig-viskositäres Pflegemittel eines namhaften Herstellers, dessen Firma wir nicht zeigen dürfen. Daher wurde das Oil of Olaf in eine Glasreinigerflasche umgefüllt. Das zweitwichtigste nach der Pflege ist natürlich das Frühstück. Dieses ist sehr wichtig für die Energie- und Ersatzteilaufnahme des Motorradfahrers. Vor der Einnahme des Frühstücks muss der Motorradfahrer einen kräftigen Schluck Schmiermittel zu sich nehmen. Kurz darauf wird das System des Motorradfahrers automatisch entlüftet. Anschließend wird vom Motorradfahrer die Konzentration der Feinduftpartikel in der Abgasluft kontrolliert. Beim Frühstück spielt die Form und Legierung der Ersatzteile für den Tagesablauf eine wichtige Rolle. Hier eine fast gewöhnliche Uni. Moin! Jeden Sonntag im Monat holt die Biker-Universität liegengebliebene Motorradfahrer von der Straße. Nach dem Ausmalen der ABCD-Plus-Mitgliedschaft der gelben Biker und die Beantragung des Organspendeausweises beginnt die Vorklausur für den Kurs Der Verkehr und Ich. So, schreiben wir jetzt die Klausur. Viele sind zum 5. Mal dabei, einige zum 10. Es wird immer schwieriger, merkt's euch. In dem geht es nicht nur um 4- und 2-Räder, sondern auch Trikes spielen eine Rolle. Zusatzkurse wie der Rollerfahrer und andere Behinderungen können ebenfalls belegt werden. Da der Motorradfahrer unbedingt in den Kurs Der Verkehr und Ich möchte, versucht er sein Ergebnis durch Schummeleien aufzuwerten. Dem lila Biker-Studenten scheint dies zu ärgern.
Nach wiederholten Täuschungsversuchen eskaliert die Situation und dem Mitstudenten langt's. Gegen die Stärke des Lilanen kommt der Motorradfahrer nicht an. Somit wird der randalierende Motorradfahrer aus der Klausur geworfen. Die Überlegenheit des Lilanen wird durch die Triumphgabel verdeutlicht. In schöner Natur und nach missglückter Prüfung vertritt sich der Motorradfahrer seine Beine. Hier kommt der Motorradfahrer allerdings an einen Punkt, an dem er erst bemerkt, dass er überhaupt Beine hat, da er in seiner Jugend hauptsächlich auf seinen Protektoren kroch und später nur Motorrad ritt. Nach nur wenigen Schritten, mit denen er versuchte, seine neu entdeckten Gliedmaßen zu trainieren, sank er erschöpft zu Boden. Nach einem ausgiebigen, jedoch nicht geplanten Schläfchen in der Mittagssonne entschied sich der Motorradfahrer wieder für die motorisierte Fortbewegung, um das durch die fehlgeschlagene Prüfung angekratzte Selbstbewusstsein durch einen Geschwindigkeitsrausch auszugleichen. Der Motorradfahrer dachte an das missglückte Training seiner Beine, dessen Ergebnis wohl kaum einen positiven Eindruck auf die Bikerweibchen machen würde. Um von seinen Beinen abzulenken, trimmt der Motorradfahrer seinen Wheelsets. Die Muskeln, die für den sogenannten Wheelie verantwortlich sind. Hierfür verwendet der Motorradfahrer ein extra für diesen Zweck modifiziertes Lenkrad. Links und rechts davon, gut zu sehen, die dafür vorgesehenen Gewichte. Erwähnenswert ist hier auch die Tatsache, dass der Motorradfahrer nach dreifach missglückter Prüfung vorübergehend die Lizenz für Zweiräder verloren hat. Am Abend, nach getanem Training, trifft sich der Motorradfahrer mit seinem Bikerstamm im nächstgelegenen Pub. Nach dem ersten Schluck des frischen Biers wird über verschiedenste Themen gesprochen. Auffällig ist jede Erzählung des von uns begleiteten Motorradfahrers, der hauptsächlich von den Fortschritten seines Wheelsets und den dazugehörigen Trainingsmethoden berichtet. Die Art seines Trainings scheint bei seinem Stamm im Allgemeinen wenig Zustimmung zu finden. Der lilane Motorradfahrer, den wir bereits kennen, findet seine Methoden gar lächerlich. Den Chopperfahrern, die an den Halbschalenhelmen zu erkennen sind, geht die ganze Wheelie-Geschichte am Bart vorbei. Diese unterhalten sich lieber über das letzte Motorradtreffen. Dort gab es nicht nur nackten Stahl, sondern auch nackte Weibchen. Und nicht nur die Motoren waren geölt. Hier leider nicht zu sehen die anatomischen Vorteile der Chopperfahrer, die es ihnen ermöglicht, ihr Bier schneller und leichter zu konsumieren als ihre Stammesmitglieder. Besonders zum Tragen kommt dies bei Veranstaltungen wie zum Beispiel den angesprochenen Motorradtreffen, Happy-Hour-Aktionen, Schützenfesten und bei Freibier. Letzteres gibt es im Pub leider nicht. Dennoch verläuft der Biker-Stammtisch weiter feuchtfröhlich. Nach einiger Zeit geht dem Motorradfahrer das Geld aus. Neben dem Biergarten steht allerdings noch sein Motorrad, das er nicht mehr fahren darf. Stück für Stück tauscht er es gegen Bier ein und zum Frühstück gegen einen Tee. Am nächsten Morgen, ohne Geld, Motorrad und Anbauteilen, hat der Motorradfahrer auch keine Möglichkeit mehr, für die Thekenübernachtung aufzukommen. Folglich fliegt er aus dem Pub. Doch was ist das? Ein Weibchen nähert sich ihm, obwohl es nicht aus seinem Stamm ist. Als sie ihm aufhilft, schaut der Motorradfahrer auf den strahlenden Hellhelm des Weibchens und auf das hübsche Lächeln hinter dem Visier. Trotz eines Happy Ends für unseren Motorradfahrer
Nun ja, das Weibchen weiß noch nicht davon, dass er kein Motorrad mehr hat. Gilt für alle Verkehrsteilnehmer. Wer trinkt, fährt nicht und wer fährt, trinkt nicht. Das gilt übrigens auch für den Restalkohol am Morgen. In diesem Sinne, gute Fahrt. Amazing. Wow, sehr erstaunlich, was aus dem Motorradfahrer geworden ist. Mehr habe ich auch nichts zu erzählen. Schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Da wird nicht geknutscht.